Herzlich willkommen zurück zum sechsten Teil des Hufeisen-Specials. Wir sind weiter auf der Suche nach den Hufeisen 59 bis 100. Ja, ich habe alle Fundorte da. 58 habe ich ja schon gezeigt. Wir fahren gerade zum Hufeisen Nummer 59. Das ist hier vorne an diesem kleinen Holzhäuschen. Einmal absteigen, hinter das Holzhäuschen gehen, Minimap ist auf, ihr seht, wo wir hin müssen. Hufeisen ist da. So, dann fahren wir direkt weiter zum Hufeisen Nummer 60. So, ich Schlaufuchs habe natürlich wieder meinen Timer vergessen. Ich hoffe, dass ich jetzt keine Überlänge mache, aber das kriegen wir dann auch hin. Das nächste Hufeisen ist links vom Gartencenter-Schild auf der Fensterbank. Das heißt, immer wichtig, dass ihr einen guten Traktor dabei habt, weil wir müssen jetzt wieder aufs Dach springen. Das erklärt auch, warum wir diese Sprungfunktion im Traktor haben. Mein Traktor springt. Ja, ich springe auch. Das ist doch... Also, nein. Also, wir springen natürlich, ne? Ist klar. So. Und da oben auf der Fensterbank ist es. Das heißt, hier müssen wir hin aufs Dach. Dank unserem Traktor als Hochsteighilfe haben wir dieses Hufeisen jetzt auch gefunden. Und können uns dann direkt auf den Weg zum Hufeisen Nummer 60 machen. Ja, wir steigen mal ein. Und zwar müssen wir jetzt zu einem Unterstand. Der ist auch direkt hier. Müssen wir jetzt gerade gucken, wo der ist. Sprach's und fuhr auf die Scheune drauf. Nein. Ich glaube, ich war besser außenrum. So, hier sind... Ja, Unterstand dann doch nicht. Es sind so drei Zelte. Hier stehen so drei Holzkübel. Und um diese Holzkübel müssen wir außen rum, denn auf der Rückseite liegt das Hufeisen Nummer 61. So, jetzt haben wir das Hufeisen 62. Da muss ich jetzt selber gerade mal gucken, weil das ist wieder etwas auf der Wiesen, wie es der Bayer so schön sagt, oder was? Aber ich muss ja erst mal schauen, wo wir da hin müssen. Also eigentlich sind wir hier schon soweit richtig. Fahren wir hier hinten dran, ein Stückel hoch. Ah, ich sehe gerade, jetzt habe ich doch den anderen Trecker wieder genommen. Na gut, ist egal. Macht ja erstmal soweit nichts aus. So, wir sind jetzt hier auf diesem Bergkamm. Jetzt muss ich wieder erstmal nach meinen Koordinaten gucken. 1523, also müssen wir doch eigentlich darüber. Ich steig mal ab. Zu Fuß ist das leichter zu finden. So, darüber. Jawohl, die Richtung stimmt. So. Seht ihr da schon was? Ich sehe jetzt im Moment noch nichts. Mal gucken, wie sieht es auf der anderen Seite aus. 1128. Das ist richtig. Da ist es. Oh, ich stehe direkt vorne dran und sehe es nicht. Ich sollte vielleicht mal meine Brille putzen. Könnte von Vorteil sein. So, jetzt sind wir schon mal hier oben. Jetzt gucken wir mal weiter. Ich glaube, das nächste liegt hier drüben. Ja, das heißt, wir werden jetzt mal forschen Schrittes ein bisschen in den Berg steigen. So. Müssen wir erstmal gucken. Also ich gehe mal ganz gern erstmal ganz nach oben. Da hat man immer den besten Überblick. So. Und zwar... Ist da eben nicht schon was gesehen? Ja, tatsächlich. Seht ihr? Da oben ist es. Hier liegt's. Das Hufeisen Nummer 63 ist unser. So, jetzt können wir gleich in den Bergen bleiben. Müssen ein Stück Richtung der... Was ist das da hinten? Ich glaube, das ist... Müsste die Milchanlage sein. Ja, da unten steht der Milchtanker, der immer da von den Kühen das abholt. Genau. So, jetzt muss ich nur mal schauen, wo... ich dahin muss. Es müsste irgendwo, glaube ich, hier unten liegen. In der Nähe einer Tanne. Wenn ich jetzt hier wüsste, ist das die richtige Tanne. Sekunde, ich schaue mal wieder auf meine schlaue Nein. Wir sind natürlich hier total falsch. Wir sind ja hier ganz falsch. Da müssen wir ganz auf die andere Seite rüber, sehe ich gerade. Okay.
dann flugst dahin. Das sind halt Stellen, da kommt man mit dem Traktor überhaupt nicht gut hin. So. Und dann haben wir hier eine Tanne. Vielleicht liegt es ja hier nebendran. Ne, die Tanne ist es wohl nicht. Ne, wir sind aber auf dem richtigen Weg. Behaupte ich jetzt mal einfach. Ist es diese Tanne? Oder war dieses auch nicht? Ah, Mann, Leute, nein. Ich muss noch etwas da hinüber. Und glaube, es ist die Tanne hier unten. Ich glaube, es ist diese Tanne hier unten. Also wenn man das noch nicht geguckt hat, ihr seht, es ist sehr, sehr schwierig. Aber da ist kein Busch, da bin ich wieder falsch. Da bin ich irgendwo wieder falsch. Moment. Die Koordinaten sind fast richtig. Also müssen wir doch zu der Tanne hier oben. Da ist es, seht ihr? Ja. Aber aufgrund dessen seht ihr auch selbst, dass ich also da nicht irgendwie schon alles hab, alles kann, alles mach. Ich muss da selbst noch suchen, wo die Sachen sind. Jetzt springen wir wieder hier hoch. Wir müssen jetzt an die Oberkante vom Feld 31 mitten ins Geröll rein. Das ist also jetzt ein ganz schwieriger Fundort. So, seht ihr, da hinten drin liegt es. Mal kurze Aussicht zeigen, damit ihr wisst, wo ungefähr ihr euch hinbegeben müsst. Fehlt nur noch, dass es eine Funktion gibt, dass man sich ducken muss. So, jetzt gehen wir aber wieder auf unseren Traktor, denn das nächste Hufeisen, wir sind übrigens jetzt schon bei Nummer 66, ist zwischen Feld 32 und 34. Zum Glück haben wir einen geländegängigen Bührer. Den habe ich übrigens auch als Mod schon mal vorgestellt mit Tageskilometerzähler, Gesamtkilometerzähler, Anzeige der Fahrstufe und ist also auch ein sehr, sehr schönes Gerät. Aber irgendwie ist das jetzt schön, dass ich euch das alles erkläre, aber ich fahre gerade in die falsche Richtung. Seht ihr das? Ja. Mein Fehler. Gut. Aber es ist ja zum Glück kein Mähdrescher. Wir können also ein bisschen schneller als 20 fahren mit dem Teil. So. Müssen wir doch nochmal da hoch. Ja, Entschuldigung für den kleinen Umweg jetzt. Und gehen jetzt zu dem Hufeisen Nummer 66. Ist nicht direkt mit dem Traktor erreichbar. Ah ne, da kommen wir nicht hoch mit dem Trecker. Beim besten Willen nicht. Sondern wir müssen da wieder ein Stückchen zu Fuß gehen, weil das liegt auf einem Treppensockel. Und um an einen Treppensockel zu kommen, benötigen wir natürlich ein Haus, ein Turm oder etwas Ähnliches. Und ihr seht, ich fahre schon drauf zu. Da finden wir das Hufeisen Nummer 66. Wir müssen da diese Treppe hoch. Und ganz oben am Eingang ist entsprechend das Hufeisen. Also ich laufe jetzt mal hier hoch. Dackel, dackel, dackel. Kletter, krabbel. Da sind wir. Hier ist das Hufeisen. Hier habt ihr die Aussicht. Nicht sehr vielsagend. Aber von diesen Türmen gibt es hier auch zum Glück nicht allzu viele, die hier rumstehen. Also von daher ist das nicht ganz so schwierig. So. Hufeisen 67, jetzt ist das das nächste. Da steht irgendwo ein ganz kleines Türmchen. So, jetzt muss ich nur erstmal schauen, wo steht das Türmchen. Wir fahren mal in diese Richtung. Oh, nein, 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 nicht festhängen, nicht festhängen, nicht festhängen. Denn da ist das Türmchen doch schon. Ja, ich hätte ja natürlich auch einfacher über die Brücke fahren können. Aber Solaris macht das immer gern ein bisschen umständlich. So. Aber ihr seht, da ist auch schon das nächste Hufeisen. Das ist die Nummer 67. Ihr seht, wir kommen richtig schnell vorwärts jetzt. So, aber über die Brücke müssen wir trotzdem. Es gibt ja Brücken, wo dann Schlösser angebracht werden. Manche Brücken drohen da ja schon bald zusammenzubrechen. Ja, hier im Landwirtschaftssimulator 2013 liegen auf den Brücken Hufeisen rum. Und zwar in diesem Falle hier links auf dem Geländer. Da ist es. Einmal krallen und weiter geht's im Text. Denn wir gehen wieder ein Stück in Richtung unseres Hofes. In Richtung, sagen wir mal, Mitte
Feld 30, Feld 33, da in die Mitte. Müssen wir wieder. Bin ja schon wieder auf der falschen Seite. Also, ach. Ja, also was das betrifft, so dieses Geocaching und sowas, das wäre also gar nichts für mich. Ich glaube, ich würde da jedes Mal... Oh, da unten müssen wir hin. Okay. Ja, also den Traktor kann ich danach wahrscheinlich wegschmeißen. So. Und zwar ist dort... Irgendwo hier... Eine Holzhütte, ist das die schon? Ja, da ist sie sogar. Ja, da bin ich auf Anhieb richtig. Und zwar hinter der Holzhütte. Hinterm Holzstadel. Da leit's noch ein Hufeisen allerweil. Müssen wir genau schauen. Da ist es. Passt. So, damit haben wir die 69 voll. So, jetzt müssen wir wieder zurück. Zur, ja, wie, was ist das? Das ist die Abgabestelle für die Schafswolle. Da müssen wir jetzt hin, da vorne. Auch einfach schön in die Natur eingebunden, die Textur. Da haben die sich sehr, sehr viel Mühe gegeben, finde ich. Und da ist ein schöner Brunnen. Und im Brunnen werfen die Leute Münzen rein, um Glück zu kriegen oder zu haben. Ja, in unserem Fall schmeißen die Bauern Hufeisen rein. Darum nehmen wir das uns mal raus. So, wie ich das sehe, ist das aber komplett zu, abgezäunt. Ne, da hinten ist offen. Da hinten war offen. Gut. Egal, ich nehme die Abkürzung. Ich bin noch jung, ich springe. Also über den Zaun. So, jetzt gucken wir mal. Und in diesem Brunnen sollte irgendwo ein Hufeisen liegen. Da ist es. Flupp. Einkassiert, Füße nass, Hufeisen da, weiter geht's. Wunderbar, ne? So, Hufeisen 71 ist unterhalb des Feldes 27. Was ich übrigens in meinem Let's Play auch dann nochmal zeige, wie man das wunderschön miteinander verbinden kann, weil da kann man einen ganz tollen großen Acker draus machen. Und dann macht das auch richtig viel Spaß, da mit einer großen Maschine zu arbeiten, egal ob große Erntemaschine oder große Sämaschine. Denn da sind auch keine Bäume, die stören und nichts, also da kann man richtig schön... Kann man richtig schön, ja, werkeln. Ne? Okay. So, jetzt muss ich mal gucken. Ist das jetzt etwa auch schon wieder da drin? Ich muss jetzt nochmal nach den Koordinaten gucken. Bin mir noch nicht so sicher. Nee. Da müsste irgendwo Bäume und Schatten sein. Und Wiese und Dings und Bums. Ah, nee. Wir sind ja hier irgendwo falsch. Ich muss in die andere Richtung. Entschuldigung. Wie gesagt, ich kenne das auch noch nicht alles. Die Orte. So, also wie ich das sehe, müsste das ja dann hier drin irgendwo liegen. Mal ganz kurz gucken. Nee, da sehe ich, bin ich jetzt doof? Ich sehe den Zaun. Ich sehe aber die Koordinaten. Ich sollte vielleicht nach den Koordinaten gucken. Also wir steigen nochmal ab, gucken mal, wie wir da hinkommen. Springen nochmal da drüber, denn es ist wohl... Doch, da liegt es doch. Ich dödel. Da liegt es. Man sieht den Wald vor lauter Bäumen nicht. Dann kassieren wir das Hufeisen 71 auch doch mal gleich ein. So, wir haben nicht mehr viel Zeit, aber das Hufeisen 72 nehmen wir doch noch mit. Wir haben ja keinen zu großen Fahrweg. Wir müssen an die obere Ecke vom Feld 28 fahren und da ein bisschen ins Wasser gehen. So, und zwar sind wir hier direkt an der Brücke. Muss nur jetzt gucken, ob wir die richtige Seite der Brücke erwischt haben. Ich glaube, bei meinem Glück haben wir das. Ja, da liegt's ja. Schwupp, nächstes Hufeisen. Das heißt, wir haben jetzt schon 72 Hufeisen. Sind dementsprechend auch gut vorwärts gekommen. Hufeisen Nummer 43 liegt auch hier in Anführungszeichen direkt um die Ecke. Jetzt muss ich nochmal gerade gucken. Ich muss hier nochmal drehen. Weil ich will da schon mal bis zum nächsten Teil hinfahren für euch. Jawohl. Hinfahren, nicht fallen. Ah ne, da kann ich hier stehen bleiben. Denn ich muss wieder in die Berge kraxeln. Das sehen wir dann im nächsten Teil. Wie gesagt, Hufeisen 72 haben wir. Es fehlen also nur noch 27. Und weiter geht's dann im nächsten Teil. Ich freue mich, wenn ihr wieder einschaltet.
freue mich über Daumen, über Kommentare, über Abos. Und ansonsten sage ich bis zum nächsten Teil. Tschüss und Servus.